Hallo, heute ist der 22. Februar und vielleicht kennt ihr diese grauenvollen Laber-Videos, wo Leute sagen, ich erzähle einfach mal alles, was mir so einfällt und dann sieht man, 45 Minuten sind noch vor uns und es beginnt mit dem Wetter und es gibt eigentlich gar nichts Richtiges zu sagen. Ich probiere das jetzt auch mal, aber ich will mir 4 Themen nehmen, über die ich kurz was sagen möchte. Punkt 1 ist Cybermobbing am Beispielsfall von Schlauchboot-Fan mit ein paar Gedanken darüber, was ist eigentlich Cybermobbing? Was ist das, was wir mit den Querdenkern machen? Ist das nicht eigentlich auch Mobbing? Wo ist die Grenze? Wo ist der Anfang? Zweitens, Öffnungsklagen, weil wir gefragt wurden, jetzt geht's los, Friseure und Blumenläden sollen aufmachen. Was ist aber mit den anderen Läden? Wie funktionieren diese Sachen vor Gericht? Drittens, Impfstoffklagen. Kann man gerichtlich erreichen, dass AstraZeneca freigegeben wird, wie es Karl Lauterbach am Wochenende verlangt hat? Und viertens, der tragische Fall Janko W. Fangen wir doch mit dem einfach mal an. Ich bin Rechtsanwalt der Bundesrepublik Deutschland. Na toll, ein Titel, den man bekommt, wenn man die Befähigung zum Richteramt hat, genauer gesagt 2 juristische Staatsexamen. Janko Williams hat das nicht. Er hat wohl nach seinem Xing-Profil irgendwann mal ein Fernuni-Hagen-Studium zum Wirtschaftsjuristen betrieben, vielleicht auch abgeschlossen. Er sagte, das ist zwar gleichbedeutend mit dem ersten Staatsexamen, aber das ist eher so eine Auslegungssache, denn mit dem ersten Staatsexamen kann man ein Referendariat und ein zweites machen, mit dem Wirtschaftsjuristen nicht. Trotzdem ist Janko Williams immer aufgetreten als Anwalt. Er hatte sogar eine Weste, Querdenker, Anwalt, Lawyer-Team oder dergleichen. Und schon im Sommer hatten wir immer wieder darauf hingewiesen, das geht eigentlich nicht, denn Anwälte haben den Titel nicht als Dank dafür, dass sie so hart gearbeitet haben, sondern weil sie Vertrauen verdienen, weil sie auch was zu verlieren haben, nämlich zum Beispiel die Zulassung, wenn sie gegen berufsrechtliche Regelungen verstoßen. Das heißt nicht, dass Anwälte nicht Unsinn reden dürfen, aber man erwartet es etwas weniger von ihnen. Außerdem gilt für sie Berufsrecht, bestimmte Spielregeln, die sie einhalten müssen, was für einen Wirtschaftsjuristen nicht gilt. Das Tragische an Janko W. ist jetzt, dass er im Grunde genommen immer durchgekommen ist damit, beziehungsweise es ist nie was passiert, also auch mit dieser Weste und mit seinem Auftritt im Internet oder bei der Frauenbus-Tour als Anwalt und Jurist, was dann sozusagen suggerieren soll, Anwalt darf man ja sagen, ich bin der Anwalt der kleinen Leute, ich bin Anwalt für Leser oder dergleichen, das ist da keine geschützte Berufsbezeichnung. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich bin Jurist und Anwalt, denkt eigentlich jeder, er ist Rechtsanwalt. Und das ist strafbar, da gibt es einen Straftatbestand, den 132a, Missbrauch von Titeln. Und der sagt, wer unbefugt inländische Titel, zum Beispiel Berufsbezeichnung Arzt, Zahnarzt, psychologischer Psychotherapeut und so weiter, Tierarzt, Apotheker, Rechtsanwalt. Da ist das, kann man nicht kaum lesen, muss man jetzt ranzoomen, machen wir aber trotzdem nicht, kann ja jeder googeln. Da ist also unter Strafe gestellt, dass man einen solchen Titel verwendet und da wurde Janko Williams jetzt verurteilt in der ersten Instanz, noch nicht rechtskräftig. Er beschrieb, dass das alles so furchtbar ist, dass da ein Sondereinsatzkommando mit Maschinenpistolen im Anschlag bei ihm reinkam. Und da erleben wir gerade, dass unser Rechtsstaat etwas eigenartig ist und pädagogisch nicht unbedingt wertvoll. Er braucht nämlich wahnsinnig lange, bis er in Fahrt kommt, aber wenn er dann zuschlägt, dann gleich richtig. Also wenn wir ein Ermittlungsverfahren haben, dann gehört da natürlich dazu, dass man die Wohnung, die Arbeitsplätze, die Autos und so weiter durchsucht und zwar richtig mit allem gleichzeitig Razzia zu frühen Morgenstunden. Und das findet dann Janko Williams wahrscheinlich wieder sehr tragisch, dass er so behandelt wird, wenn doch vorher sich niemand bei ihm beschwert hatte. Und da muss man einfach sagen, Strafrecht ist nicht Pädagogik. Wir sind nicht in der Grundschule, wo man sagt, das war jetzt nicht gut, tut das bitte nicht, sondern man muss eigentlich erwarten, dass Leute, insbesondere Juristen, wissen, was erlaubt ist und was nicht. Und Janko W. wusste, dass er sich nicht Rechtsanwalt und auch nicht Anwalt und Jurist gleichzeitig nennen darf. Kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar das Thema Mobbing. Schlauchboot-Fan hat mir eine Kiste Wein geschenkt. Jetzt habe ich sie nicht gerade im Bild, das haben wir so gerade also, hier rumstand weggeräumt. Herzlichen Dank dafür. Da hat ein HNO-Arzt aus Sinsheim dazu aufgerufen, ihn fertig zu machen oder ihn zu jagen, insbesondere seine persönlichen Daten öffentlich zu machen. Und das hat er dann getan. Vor allem hat er eine Kampagne betrieben oder angefeuert, hat sie nicht selbst betrieben, sondern seine Follower losgeschickt, um seinen Arbeitgeber, also den von Schlauchboot-Fan, unter Druck zu setzen. Unfein, Doxing, strafbar nach dem Bundesdatenschutzgesetz, jedenfalls dann, wenn es sich um Informationen handelt, die nicht öffentlich schon vorher zugänglich sind. Die Justizministerin denkt jetzt darüber nach, ob das auch in anderen Fällen bei Schädigungsabsicht strafbar sein sollte. Die Taz hatte dazu etwas kommentiert, halte ich für sehr sinnvolle Einwendungen, denn man kann an der Stelle schnell übers Ziel hinausschießen. Trotzdem glaube ich aber, dass Doxing unter Strafe gehört, und zwar nicht nur nach dem 42 BDSG, wie er hier wohl verwirklicht wurde, sondern auch in darüber hinausgehenden Fällen.
Und jetzt nochmal wirklich, was ist Mobbing und wann sollte es strafbar sein? Ist es nicht auch Mobbing, wenn wir über einen Bodo Schiffmann lästern oder einen Michael Ballweg, wenn wir uns auseinandersetzen, aber dann auch emotional werden und sagen, das sind doch Idioten, was mit der Meinungsfreiheit gerade noch so gedeckt ist? Darf man Leute bloßstellen, einen Attila Hildmann? Und wenn man jetzt einfach nur sagen, Mobbing ist dann unzulässig und moralisch verwerflich, wenn man sich negativ über andere äußert, dann muss man eigentlich sagen, ja, das betreiben wir hier eigentlich auch. Ist es ein Unterschied, ob jemand selbst in der Öffentlichkeit steht und muss dann ein Schlauchboot-Fan vielleicht auch akzeptieren, dass er kritisiert wird? Ja, kritisiert zu werden muss man akzeptieren und unsere Rechtsordnung sagt auch, dass derjenige, der zum Beispiel seine Persönlichkeit in der Öffentlichkeit auskehrt, mehr ertragen muss. Und da gibt es ein Model, das sich möglicherweise selbst getötet hatte, die sich in den letzten Monaten freiwillig, unfreiwillig zu ihrer Beziehung zu einem Fußballstar geäußert hatte, was ein tragischer Fall war, weil sie natürlich dieses Mobbing auf sich gezogen hat. Und jetzt könnte man sagen, gesellschaftlich, wer sozusagen ins Feuer geht, der kommt drin um oder in der Küche und so weiter, wird es heiß. Die meisten Leute realisieren nicht, wie hart es zur Sache geht, wenn man sich in eine solche öffentliche Diskussion begibt. Muss man sich deshalb damit abfinden? Meine Meinung, auf jeden Fall nein. Mobbing, Beleidigungen sind strafbar in vielen Fällen. Die Rechtsverfolgung ist allerdings ziemlich schwierig. Und wir sollten wahrscheinlich bei uns selbst anfangen. Und zwar jetzt auch hier, wenn wir uns überlegen, wie wir mit Querdenkern umgehen, dass die Kritik in der Sache zwar immer berechtigt ist, aber nicht unbedingt in einer Weise erfolgen muss, dass Leute Angst um ihr Leben haben müssen. Und jetzt ist es natürlich eine ganz schwierige Sache, weil ich äußere eine tadelnde Meinung und jemand anders kommt auf die Idee, dem zeige ich es jetzt mal. Und da sind wir nicht unbeteiligt. Das muss man im Blick halten. Deswegen versuche ich eigentlich, wo ich es kann, Kritik auf der Sachebene zu belassen. Weiter zum nächsten Thema Öffnungsklagen, weil ich heute gefragt worden bin. Jetzt kam die Nachricht, dass Blumenläden demnächst aufmachen sollen. Und ich hatte das schon mal in einem anderen Video thematisiert. Ich vermute, dass wir in diesem Jahr wieder die gleichen Klagen haben werden wie im letzten Jahr, nämlich auf Öffnung. Und zwar nicht geschützt darauf, dass die Berufsfreiheit verletzt ist, sondern eher aufgrund von Artikel 3 Grundgesetz. Warum ist das so? Berufsfreiheit ist wahnsinnig wichtig und wertvoll, keine Frage, so wie auch das Recht auf Bildung wichtig ist. Aber in der Abwägung zum Gesundheitsschutz geht unsere Justiz im Augenblick davon aus, dass der Gesundheitsschutz vorrangig ist. Aber er ist nicht immer vorrangig und man kann nicht jede Maßnahme damit begründen. Denn das, was in den letzten Jahren sehr gut funktioniert hat für die Kläger, war Artikel 3 Grundgesetz. Wenn die Politik sich entscheidet, Blumenläden freizugeben, muss sie alle diejenigen Geschäfte, die gleichermaßen schutzwürdig für den Einzelnen und die Gesellschaft sind und gleichermaßen wenig Gefahr darstellen, ebenfalls eröffnen. Und das kann eine ganze Branche sein oder eben Einzelfälle. Insofern ist es durchaus möglich, dass ein Modehändler, der genauso wie ein Blumenhandel vielleicht nicht in der Innenstadt ist, wo er Quellverkehr gefährlich erzeugt, erfolgreich vor seiner kommunalen Behörde oder in einer Normenkontrollklage gegen die Landesverordnung dagegen vorgeht, dass er weiter zumachen muss. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, wir Juristen können ja im Grunde nur beurteilen, wie sich die Rechtslage vor Gericht darstellen wird. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo wir anfangen, einzelne Sachen zu öffnen, wir auch andere Sachen öffnen müssen. Das wissen wahrscheinlich die Politiker auch, dass sozusagen das Feuer auf die Verordnungen in diesem Moment losgehen. Dann ist es eine Frage der Zeit, bis nach und nach die Sachen immer weiter erodieren. Ob man das gut oder schlecht findet, ist jetzt epidemiologisch eine andere Frage. Impfstoffklagen. Karl Lauterbach, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, sagte, wenn AstraZeneca hier rumliegt, sollte man es für alle drei weiteren Prioritätsgruppen freigeben. Und tatsächlich ist es schwer zu ertragen, wenn man hört, dass 1,5 Millionen Impfstoffe, demnächst 5 schon bereit liegen und davon weniger als 150.000 verimpft wurden, weil die Termine nicht wahrgenommen werden von den Leuten aus der ersten Prioritätsgruppe, die unter 65 sind. Also nicht die über 80-Jährigen, sondern diejenigen, die in der ersten Kategorie deswegen sind, weil sie mit der Behandlung von Corona-Kranken zu tun haben, also Ärzte, Pfleger und dergleichen. Und die nehmen lieber BioNTech oder lassen sich gar nicht impfen möglicherweise oder nehmen die Termine nicht wahr. Und das macht natürlich keinen Sinn, darauf zu warten, dass die ihre Meinung geändert haben und alle geimpft werden. Könnte man dagegen klagen? Ich meine ja. Zunächst einmal bräuchte man einen Anspruch. Paragraph 1 der Impfverordnung sieht einen solchen
Anspruch für Bürger der Bundesrepublik und viele andere vor. Und für die Art, wie jetzt dieser Anspruch umgesetzt wird, da gelten wieder die Grundrechte, die grundgesetzlichen Regelungen, Rechtmäßigkeitsprinzipien der Verwaltung, unter anderem wieder Artikel 3. Und da wird man dann sich überlegen müssen, ob es einen wichtigen Hinderungsgrund gibt, warum zum Beispiel jemand, der chronisch krank ist oder aus anderen Gründen in der zweiten Prioritätsgruppe ist, warten muss, während der Impfstoff eigentlich bereitsteht, haben wir dafür überhaupt eine Knappheit. Ich hatte gefragt, wer mag das klären? War das der Aufruf zu einem Pro Bono-Fall? Nein, wir sind nicht auf der Suche im Augenblick nach Pro Bono-Fällen. Ich glaube, dass die Fragestellung so offenkundig ist, dass jeder, der Verwaltungsrecht macht, das sind wir eigentlich nicht, so eine Klage selbst anhängig machen kann. Und damit sind wir schon durch, hat keine 15 Minuten gedauert. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen dazu habt, unten in die Kommentare.